Die aktuelle Lage in der Welt, wo Menschen um die Zukunft bangen, nicht wissen, wie die nächsten Beschlüsse ausgehen, nicht wissen, wie das Leben sich in 2, 3 Monaten ausspielen wird, macht das offensichtlich, was viele Prediger seit Jahren versucht haben zu verkünden, nämlich, dass es grundlos und nichtig ist, Menschen beibringen zu wollen, dass sie in einer Beziehung mit Gott sind, aufgrund dessen, dass sie mit den Lippen bekannt haben, dass Jesus Christus der Herr ist, oder weil sie fest im Herz glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Deswegen sind sie in einer Beziehung zum Schöpfer, dass das überhaupt ohne Fundament aus der Bibel ist. Das haben schon viele Menschen versucht zu lehren und zu vermitteln. Und die aktuelle Lage in der Welt macht das offensichtlich und klar. Um das aufzubauen, betrachten wir mal ein paar Grundlagen. In der ersten Instanz: Die meisten Menschen, die man kennt, leben nicht nihilistisch. Nihilismus ist die Weltanschauung, dass alles ist sowieso nichtig, es spielt keine Rolle, was man macht, alles hat gar keinen Sinn. Man könnte Firmen gründen, aber die könnten pleite gehen. Man könnte sich auf die Ehe vorbereiten, aber der Partner könnte untreu sein. Was soll das Ganze? Man könnte Landwirtschaft betreiben, aber die Kühe könnten sterben, die Scheune könnte abbrechen. Und egal, was man tut, es bringt doch nichts. Wenn man Kinder zeugt in einer solchen bösen Welt, es kann sein, dass sie schiefe Wege gehen oder dass sie nicht hören. Was soll das Ganze? Ich lasse es sein. Also die Bibel warnt ja schon gegen eine solche Betrachtungsweise. Und das Buch der Prediger beschäftigt sich mit diesem Thema. Salomo, der alles hatte und Gold und Silber und Mägde und Knechte, betrachtete dieses Ganze auch und sagte, er hat sich alle Wünsche erfüllen können. Aber am Ende ist doch die Frage: Der Mensch stirbt doch wie das Vieh. Was nützt ihm das Ganze? Er hat viel investiert und am Ende muss er alles hinterlassen. Vielleicht sogar an jemand, der gar nicht so klug ist, der mit dem Ganzen überhaupt gar nichts anfangen kann und es nicht schätzen wird, aber er wird es verprassen. Was nützt das Ganze? Und dann zum Schluss kommt er auf den Kern, dass man soll für Gott leben und seine Gebote halten. Das ist also zu dem Schluss, zu welchem er gekommen ist. Also die Bibel adressiert es, aber natürlich soll man das Leben ernst nehmen und das tun die meisten Menschen auch. Die meisten Menschen bilden sich aus, schicken ihre Kinder zur Schule, bereiten sich auf die Ehe vor, gründen Firmen, kaufen Autos, mieten Häuser, bauen Scheunen, betreiben Landwirtschaft. Die Menschen machen das, die nehmen es schon ernst. Der Auftakt für den Gläubigen ist jetzt, dass er soll leben für Gott. Dieses Ganze, was du im Leben machst, soll mit mir im Einklang sein. Und da wirst du schon ohne Krieg und ohne Drangsal Widerstand erleben. Denn wenn du diese Dinge leben willst, dann wird deine Familie sagen, wir können das nicht nachvollziehen, warum du so stringent nach diesem Muster lebst. Denn die meisten Menschen, die wir kennen, die drücken ein Auge zu oder die würden lügen oder die würden nicht so unbedingt aufrichtig sein. Und du sagst, ich muss aber mit meinem Gewissen zu Gott leben und ich möchte es so leben, wie Gott es sagt. Und da wirst du schon Widerstand und Ablehnung erfahren, weil die Welt lebt egozentrisch für sich. Die würde auf sich schauen. Die Dinge, die sie tun, sind eigennützig in vielen Instanzen. Und sie würden lästern und die würden den anderen einen auswischen, wenn es sein muss. Und die würden ihn verlassen und die würden nicht treu sein. Und Gott sagt, du sollst dieses Leben, was du ohnehin schon nach dem Optimum deines Potenzials leben sollst, sollst du für mich leben. Wir betrachten jetzt gar nicht die Grundlage, dass ein Christ sagen kann, nun, ich bin ja mit dem Herrn unterwegs und ich muss nicht strebsam sein, sagen ja einige, ich muss mich gar nicht bemühen, ich lasse da alles verkommen, denn der Herr kommt ja eh wieder und macht alles neu. Das war von vornherein nicht gegeben, das betrachten wir gar nicht, das ist unsinnig, das überhaupt da in Erwägung zu ziehen. Nein, Gott meint ein Leben, welches du ernst und sauber lebst, aber nach seinen Geboten. Nun, in einem solchen Umfeld, in einer solchen Situation, war es eh schon kaum möglich, jetzt den Menschen beibringen zu wollen, komm zu Gott, indem du ein Übergabegespräch machst und sagst, dass Jesus Christus ist der Herr und damit bekommst du das ewige Leben. In der ersten Instanz hätte er gelacht, aus gutem Grund. Das macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich nur mit den Lippen bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr ist, dann würde ihr jeder das ewige Leben in Anspruch nehmen. Der Grund, warum Menschen nicht zum Glauben kommen wollten, als es noch ruhig war und alles vielleicht gesetzt war, ist, sie sind nicht bereit, so zu leben wie der Gläubige. Sie wollen nicht dementsprechend nach den Wegen des Herrn gehen. Sie möchten entscheiden, wann sie gewisse Dinge tun, wie es einem bequem ist.
und sie wollen nicht für irgendwas einstehen. Der Gläubige hat aber dieses Problem schon immer gehabt, denn der Gläubige muss ja für das, was er glaubt, einstehen, auch wenn es ihn mal was kostet. Den Partner, den er heiraten wollte, den bekommt er nicht. Oder den Job, den er haben wollte, den bekommt er nicht. Oder das Haus bekommt er nicht, aufgrund dessen, dass er gewisse Entscheidungen nicht unterschreiben kann. Und ständig lebt er, dass er auf Gott vertrauen muss, wie es weitergeht. Das kennt er, das war sein Leben gewesen. Und das ist, was der Mensch ablehnt, der nicht zum Glauben kommen möchte. Er lehnt nicht das ewige Leben ab, er lehnt das Leben, was damit einhergeht, ab, was ich leben müsste. Das ist, was er abgelehnt hat. Okay? Also schon da hätte er gelacht, dass du musst jetzt mit den Lippen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jetzt haben wir aber eine Situation, dass die jetzt gesagt haben, wir wollen gar nicht glauben, es kümmert uns nicht. Jetzt, das Leben haben wir aber doch ernst genommen. Betrachte mal jetzt diese Denkweise. Wir haben doch das Leben ernst genommen. Wir haben Familien gegründet und Häuser gebaut und Autos gekauft und Firmen da auch etabliert und wir haben investiert. Aber jetzt kriegen wir Briefe von der Bank, dass das Geld nichts mehr wert sein wird. Und wir haben Inflation vor uns und wir reden jetzt über Impfung und wir reden jetzt über dies und jenes und Beschlüsse. Und wenn man dies nicht macht, dann kann man bald nichts mehr kaufen oder nichts mehr verkaufen. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe mir noch alles aufgebaut. Jetzt käme es zu, mit der Aussage, bekenne mit deinen Lippen, dass Jesus Christus der Herr ist. Er wird dich wahrscheinlich umso mehr auslachen, wenn nicht sogar, dass er jetzt zornig wird und fragt, was in der Welt soll das jetzt bringen, wenn ich das bekennen würde. Okay? War von vornherein nie eine Grundlage zum Glauben. Nein, nein. Was du jetzt bringen würdest als Gläubiger, der ja Jesus liebt und mit Gott eine Beziehung hat, ist, jetzt müsstest du ganz vertrauen, okay, in dieser Drangsal, die jetzt vor uns ist, dass alles, was du jetzt tust, soll mit den Wegen des Herrn übereinstimmen und es könnte aber dich alles kosten. Der hält dich doch für verrückt. Macht das Sinn? Von vornherein war das, als es gut war, hat es nicht angenommen. Jetzt soll er plötzlich nach den ganzen Jahren ein Fundament aus dem Nichts kreieren, dass er jetzt alles sein lässt und vertraut auf Gott, wo er nie das erlebt hat, ob Gott ihn versorgen würde. Hat er nie in Betracht gezogen. Für ihn war sein Leben immer nach dem, was er kann, obwohl er nicht nihilistisch gelebt hat. Seine Ausbildung und seine Firma und sein Auto und das, was er aufgebaut hat, war immer Mittel und Zweck, sein Leben zu gestalten. Er kennt es nicht zu sagen, ich vertraue auf Gott, wenn ich die Wege Gottes gehe. Der Gläubige weiß, dass Gott wird eintragen. Nicht immer, wie man denkt. Manchmal lässt Gott auch Dinge wirklich auslaufen. Man fragt sich, Vater, was soll ich daraus lernen? Aber der Gläubige kennt das, dass das Leben ein Auf und Ab ist mit Gott. Und man weiß nie, warum Gott man gewisse Dinge tut. Das will man jetzt in der Drangsal präsentieren an jemanden, der jetzt über seine Existenz nachdenkt, indem man jetzt sagt, lebe doch jetzt, wie ein Gläubiger leben soll. Vertraue darauf, dass der Vater dich trägt. Je mehr die Zeit voranschreitet, je mehr erkenne ich auch diese Problematiken, dass wenn du mit den Menschen sprichst über allgemeine Dinge, die jetzt beschlossen werden und wo es gerade hingeht und die haben auch Fragen, wie bringst du jetzt die dazu? Was nützt es jetzt zu sagen, dass gut, diese ganzen Sachen, die du jetzt vor Augen hast, du musst betrachten, wie viel davon kannst du jetzt wirklich da auch tragen oder tun? Oder dann kommt die Antwort, nun ja, er muss ja leben. Er muss ja irgendwas verdienen. Er muss ja sein Leben bestreiten. Das war ja von vornherein die Weltanschauung. Macht Sinn? Das Letzte, was du jetzt machen kannst, ich wiederhole es nochmal, ist jetzt zu sagen, bekennen, dass Jesus der Herr ist. Von vornherein Quatsch. Natürlich glaubst du, dass Jesus der Herr ist, wenn du im Glauben bist. Das ist die Grundlage deines Glaubens. Aber du lebst etwas aus. Dieses Ausleben war schon immer die Herausforderung. Okay? Wie bringst du ihnen jetzt das bei? Weil jetzt könntest du mit ihnen reden über dies und das, ob es gut oder nicht gut ist, ob er sich dafür entscheiden soll oder nicht entscheiden soll, um kaufen oder verkaufen zu können. Aber er fragt sich, warum soll ich das nicht tun, um verkaufen und kaufen zu können, wenn das alles ist, was ich habe? Denn das andere habe ich abgelehnt. Das ist mit ein Grund, warum viele Menschen das Mahlzeichen einfach annehmen werden. Aber das wissen wir schon aus der Bibel. Wir kommen jetzt zu der Sparte Menschen, die ja sagen, wir glauben an Gott. Und vor ein oder zwei Tagen habe ich einen Eintrag gesehen von einem Bruder, den ich sehr schätze. Und da ging es um irgendeine Erweckung in Amerika, wo viele Menschen da zu Besuch waren, um da das Evangelium zu hören. Und ich habe irgendwo
lesen, dass Menschen sind gestürmt auf eine Stelle, um da etwas zu hören über die Bibel. Und ich würde mich gerne darüber freuen. Ich möchte es auch nicht skeptisch betreiben, aber die Bibel liefert mir ein anderes Verständnis über das, was passieren wird in der Endzeit. Die Bibel sagt mir, das Entgegengesetzte wird sein, dass je schlimmer es wird, je mehr werden Menschen von der Wahrheit abkehren. Das liest du auch in Matthäus 24, dass die Herzen vieler erkalten wird, je mehr die Zeit voranschreitet. Ich hätte jetzt geglaubt, aus meinem natürlichen Denken heraus, dass eigentlich, je mehr es dem Ende sich neigt, kommen Menschen zur Wahrheit und sagen, das war ja eh alles nichtig, das hat alles keinen Bestand. Alles, was wir jetzt hier aufgebaut haben, droht jetzt gerade in sich zu krachen oder zu verfallen. Aber nein, das Entgegengesetzte, die Menschen werden weg von der Wahrheit gehen. Deswegen betrachte ich diese Dinge, kann man sagen, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Auf der einen Seite hoffe ich, dass es auch alles echt ist, dass Menschen wirklich zur Wahrheit finden. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, was die Bibel sagt, dass eigentlich wird mir ein anderes Bild vermittelt. Hier steht, als Paulus das zweite Mal schreibt an die Thessalonicher, Kapitel 2, und sagt, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn er, also Yeshua, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbar werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Ich weiß nicht, ob das, was ich dir jetzt sage, beweist, wie verzweifelt ich bin. Heute habe ich mir dieses Wort angeschaut, Abfall, und ich habe gesagt, vielleicht steht ja im Griechischen etwas anderes, was ich nicht verstehe. Vielleicht ist gar nicht Abfall gemeint. Vielleicht ist das hier ein weiterer Hinweis für den Antichrist. Und ich kenne nicht ein Wort Griechisch, ich wüsste nicht, was es bedeutet. Und ich habe gesagt, vielleicht ist es gar nicht Abfall. Aber dann fiel mir diese Stelle ein und es ist Abfall vom Glauben. Okay? Es bedeutet Abfall. Und zwar hier an Timotheus schreibt der Paulus nochmal. Und in Kapitel 4, erster Brief, sagt er, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden und anhängen den verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen. Lehre von Entrückung. Und da kommen wir jetzt wieder zu einem Thema. Lehre von Christus wird dich bewahren. Wie wird er dich bewahren? Ich weiß es nicht, aber zumindest keine Entrückung. Jesus hat einen Plan für dich. Die Lehrer müssten jetzt aufstehen und sagen, die Gemeinde müsste jetzt Dinge ernst nehmen. Die ganzen Beschlüsse, die jetzt kommen, du musst sie genau prüfen, inwiefern du mit diesen Sachen übereinstimmen kannst. Ohne rebellisch zu sein, aber du musst jetzt mal gucken, wo dein Glaube wirklich aufgestellt ist. Was glauben die Menschen? Die glauben, dass Jesus sie bald wegholt. Wieder heute, immer auf der Startseite, irgendwelche Visionen oder prophetischen Träume, die Menschen haben. Und ich sage, es ist alles Unfug. Natürlich kann jeder glauben, was er will, aber mir braucht man es nicht sagen. Okay? Also es wird jetzt klar, warum Menschen das Mahlzeichen annehmen werden. Wenn Paulus sagt, dass der große Abfall kommt und er sagt im zweiten Brief nochmal, in Kapitel 3, dass du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meiden. Na, Menschen werden bekennen, dass sie an Christus glauben. Menschen werden bekennen, dass sie zu Bibel Gruppe gehören oder dass sie Bibelkreise machen und dass sie viel Worship und Lobpreis machen, das werden sie alles bekennen. Aber da sie ebenfalls diese Grundlage, so zu leben, wie Christus es meinte, nie ernst genommen haben oder nie gekostet haben. Ich sage nicht, ich bin der absolute Krieger, wenn es darum geht, so zu leben, wie Gott es sagt in allen Instanzen. Okay? Und ich bin das leuchtende Beispiel überall. Das ist nicht, was ich sage. Aber dieses Gedankengut, dieser Rahmen, der müsste doch in uns sein, dass wir werden in der ersten Instanz auf Gott vertrauen
und dass er uns da durchträgt. Nicht durch unsere Kraft, aber möge uns beistehen. Wir wollen in gewissen Dingen einfach nicht klein beigeben, wenn sie böse sind. Wir wollen für das Gute einstehen und für das Rechtmäßige und für das, was Gott sagt. Das müsste das Gedankengut sein. Komme, was mag. Okay? Auch wenn du nicht kaufen und verkaufen kannst. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, wenn man nicht verkaufen und kaufen kann. Ja, ich weiß es nicht. War noch nie in der Situation. Aber das Gedankengut muss sein, wir müssen uns darauf vorbereiten. Jetzt, weil ja Menschen glauben, dass, na Gott würde das nicht tun. Gott, warum sollte er die Gemeinde prüfen? Steve, was sagst du aus Offenbarung, dass die Gemeinde, steht auch drin, dass er wird sie bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Und ich frage mich, wo sind die Lehrer und die Hürden? Wieso wissen die Menschen so wenig über die ganzen Verknüpfungen aus der Tora, aus den Propheten, aus den Schriften? Warum? Nun, die Antwort liegt auf der Hand, die Menschen haben nie danach gesucht und die Pastoren haben das verkündet, was den Menschen hören wollten. Die Menschen haben das unterstützt, was nicht da schwere Kost bedeutet und was da seicht und einfach ist. Da waren sie bereit, Geld in den Klingelbeutel zu legen, um das zu hören. Aber jetzt wird es vielleicht zum Verhängnis, dass man nichts versteht über die Verbindungen in der Bibel und hofft darauf, dass Jesus Christus einen bewahren wird in dieser Zeit, durch eine Entrückung oder weil er einen Weg macht, wo wir nicht das alles ertragen müssen. Und was ist, wenn nicht? Was wird dann passieren? Ich glaube, dann passiert genau das, wie der Ungläubige auffragt. Was soll ich jetzt machen? Ich muss doch kaufen und verkaufen. Wenn der Gläubige jetzt merkt, es gilt ja für mich auch, ich müsste eventuell durch ganz, ganz schwere Zeiten, ich habe zwar die ganzen Serien gesehen und die ganzen Filme und die ganzen historischen Dokumente darüber, was für ein Leid Menschen durchgegangen sind, alleine schon im Zweiten Weltkrieg und diese ganzen Sachen betrachte und mal Bericht überlese, was Menschen wirklich durchgemacht haben, das könnte uns treffen. Was für ein schrecklicher Gedanke, möge Gott uns beistehen, denn wie sollte man sich darauf vorbereiten mental? Oder wie könnte man das erdulden, wie könnte man das überhaupt erwägen? Da hilft nur das größte Vertrauen. Und was natürlich hilft, ist, dass man von vornherein diese Grundlage hatte. Ich vertraue ganz auf den Herrn, egal was ich tue. Das hätte jetzt ganz toll geholfen. Hat man das nicht gemacht, war man süchtig oder depressiv oder scheu oder schüchtern und konnte seinen Glauben nie bekennen. Und dachte, weil ich gebetet habe, dass Jesus Christus der Herr ist und keine Beziehung zum Vater richtig aufgebaut habe, sondern mit der Welt mitgegangen bin und habe versucht, mein Ding zu machen. Und statt das zu tun und sittsam zu sein, was der Herr sagt, habe ich versucht, da meine Wege da zu knüpfen. Und sagt aber jetzt gleichzeitig, weil ich ja das im Herz glaube, wird der Herr mich bewahren. Und die Stunde kommt und ich sage es dir im Voraus, ich muss kein Prophet sein, okay? Wenn du siehst, dass diese ganzen Sachen kommen auf jeden Einzelnen und er muss für das, was er glaubt, einstehen. Vielleicht sogar mit seinem eigenen Leib. Das ist dann, wo diese Stelle greift. Etliche werden abfallen vom Glauben. Und mein Gebet ist, dass wir alle standhaft bleiben. Das ist, was hier gerade passiert. Und die jetzige Lage macht es umso deutlicher. Wie willst du jetzt dem Menschen sagen, dass er soll mit den Lippen bekennen, dass Christus der Herr ist und dann sind deine Probleme gelöst? Das hat man noch irgendwie durchgebracht zu Zeiten, als es ruhig war. Ich erinnere mich mal, irgendwo auf dem Platz, da wurde ein Riesenbus auch gemietet und vielleicht gehört es sogar der Gemeinde, ich weiß es nicht, ich kannte diese Gemeinde dann nicht und die haben da evangelisiert und ich wurde angesprochen, man wusste nicht, dass ich im Glauben war und dann haben wir ein bisschen gesprochen, man ist dann mit mir in den Bus reingegangen und der Pastor hat mit mir über gewisse Dinge geredet und ich habe Fragen gestellt, wie sieht das aus dem Glauben und eine Frau war da immer im Hintergrund und hat dann immer gefragt, ob das Übergabegebet schon stattgefunden hatte. Und nachdem ich ein paar Fragen gestellt habe und mehr mich da austauschen wollte, habe ich gemerkt, dass meine Anwesenheit war jetzt gar nicht so sehr gewünscht. Und das, was ich zu sagen hatte über meine Einstellung zum Glauben, das war jetzt auch nicht unbedingt, was man hören wollte. Jetzt klingt es so, als ob ich vielleicht stolz drauf bin. Guck mal, was ich für Bibelwissen hatte und die mussten dann sich verabschieden, um dann vielleicht mit der Evangelisation weiterzumachen. Nein, das ist nicht der Fall. Trauer spüre ich bei solchen Sachen. Denn diese ganzen Mittel waren da, ein Bus war da und Musik und Menschen wurden ausgesandt, aber da war nicht die Ruhe und die Stille, mal zu lernen, was Gott wirklich sagt. Da war nie die Ruhe und Stille da, mal zu verknüpfen, was Gott in der Bibel wirklich meint.
Das war viel Show und Rausgehen und Übergabegebet und die Menschen kommen zu Christus und ein Kinoabend und ein Showabend und hier und das und Jesus hat einen Plan für dich und Maranatha dir in den Rücken kommt bald. Und jetzt kommen wirkliche Fragen auf. Der Feind weiß genau, wie er es hier aufgebaut hat. Jetzt kommen wirkliche Fragen auf. Wie willst du kaufen und verkaufen, wenn diese Beschlüsse fallen und du machst nicht mit? Weil du sagst, ich kann es nicht machen, Gott möchte das nicht. Ich kann dies und jenes nicht tun, Gott wird es nicht billigen. Ich muss hier für Gott einstehen, ich muss hier und dort überlegen, wie wirst du damit umgehen? Das sind die Zeiten, die auf uns zukommen. Und jetzt wird es offensichtlich, warum viele Menschen das Mahlzeichen annehmen werden. Weil diese Grundlage, in jeglicher Instanz so zu leben für Gott, im Training gar nicht vorhanden war. Jetzt ist es, wie bei den törichten Jungfrauen, wahrscheinlich nicht die beste Zeit, anfangen, das trainieren zu wollen, wie lebt man denn eigentlich ein Leben mit Gott in Vertrauen. Wäre noch die letzte Möglichkeit, aber wenn das Training gar nicht da ist, es könnte schwer fallen. Letzte Hoffnung für die Menschheit, für uns alle, ist wirklich das vor Gott zu bringen. Dass das Leben wirklich in der ersten Instanz, nachdem man alles gemacht hat, Nihilismus ist überhaupt keine Option. Braucht keiner den Mund aufmachen und sagen, ich lebe eh in den Tag hinein, weil der Herr mich trägt. Ich würde es gar nicht hören wollen. Ich rede von denen, der das Leben ernst nimmt, der die Dinge bestellt, der die Dinge angeht und jetzt vor der Frage steht, wie mache ich jetzt weiter her? Jetzt wäre der Zeitpunkt da, das auf den Prüfstand zu bringen. Dass Gott einen durchbringt und durchleitet. Und er wird uns durchleiten, aber er hat nicht gesagt, dass wir verschont bleiben. Was er uns zusichert, ist, dass wenn wir für das Richtige einstehen und auf ihn vertrauen, dass das ewige Leben uns zuteil wird. Und was hat Paulus gesagt? Auge hat nicht gesehen und Ohr hat nicht gehört. Das, was Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Möge der Vater uns tragen und stärken in diesen Zeiten, dass wir nach vorne schauen, in Vertrauen auf ihn, nicht auf uns, und dass er die Ehre bekommt in allen das, in all den Dingen, die wir machen und die wir tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.